Nimmst du einen Kaffee? Ja, gern. Hey, was ist eigentlich los mit dir? Nicht. Komm jetzt, ist etwas wegen der Lotto, gell? Ach, ich weiß doch auch nicht. Warum bist du eigentlich so gut drauf in letzter Zeit? Ich? Buh. Weil das Leben so geil ist. Und weil ich einen geilen Job habe, nehme ich an. Ja, aber stutzmässig kann der Job ja nicht so geil sein. Ja, aber das Klima ist gut und wegen dem Stutz muss ich halt sonst ein bisschen schauen. Wieso redest du nicht einfach mit ihr? Sie versteht ja eh alles falsch, egal was ich sage. Es macht echt keinen Sinn. So ein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Ich habe selber gesehen, wie distanziert sie ist. Ja, aber du schläfst immer noch mit ihr im gleichen Bett. Ja und? Ja, solange man mit jemandem im gleichen Bett schläft, ist nichts verloren. Ich meine, das nicht einmal wegen dem Sex, obwohl das wieder ja gut tut, vor allem dir. Eben gerade nicht. Ich denke, sie doch gar wieder eine Familie. Dabei habe ich ja längst kapiert, dass sie im Moment nicht will. Dass sie das vielleicht respektive alles zuerst einmal muss verarbeiten mit dieser Fehlgeburt. Und dass miteinander schlafen auf einmal Familie bedeutet, okay, das ist ja vielleicht ein bisschen mein Problem. Ach, ich weiß doch auch nicht. Easy, easy, easy. Du bist mega hure verkrampft, du erreichst überhaupt nichts. Da. Nimm ein Näschen. Gocki, spinn. Du weißt doch, dass ich so etwas nicht nehme. Komm jetzt, du nicht so spießig. Das ist genau, was du brauchst. Hey, sorry, aber du bist wirklich der falsche Typ für so etwas. Mal schau, jetzt machst du Folgendes. Heute Nachmittag gehst du spazieren. In die Stadt, an den See, einfach easy. Und dann überlegst du dir, was du ihr sagen willst. Machst du ihr einen Vorschlag, ein bisschen crazy, ein bisschen neuer Wind, verstehst du? Ja, und jetzt habe ich geredet mit dir, aber vorher nimmst du die Nase. Vielleicht hast du recht. Aber ohne Gocki. Ja, okay, dann nimmst du einen Schluck Alk. Hey, ich muss. Das kommt schon gut. Hä? Ah, und kein Wort dem Thomas wegen Gocki, ja? Ja, klar. Aber du solltest schon ein bisschen schauen. Ja, ich habe es im Griff. Hey, Lothar, du bist da. Bist du krank? Nein, nein. Nur wieder mal müssen auspennen. Aha. Eine heisse Nacht gehabt. Ja, so kann man es auch nennen. Es klingt aber nicht gerade begeistert. Willst du auch? Göri, ich kann noch ein Reis machen. Danke. Kein Hunger. Was ist denn mit dir los? An der Krach? Nein. Ich weiß doch auch nicht. Ja, ich glaube schon. Oh ja. Du hast einfach Scheisse ihm die Worte zu sagen. Was für ein Wort? Dass du ihn verlassen. Dass du ihn nicht mehr liebst. Spinnst? Also auf jeden Fall würde ich das nicht so krass formulieren. Sondern? Wir haben uns in letzter Zeit einfach ein bisschen auseinandergelebt. Ja, so sieht es aus. Ich kann im Moment einfach nicht anders. Ich weiss, er gibt sich total Mühe. Gestern Nacht hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Ich weiss gar nicht, was mit dem los ist. Wieso? Er war so leidenschaftlich. Ja, das ist sonst wirklich nicht gerade seine Stärke. Hör doch auf, Thomas. Nein. Ich habe mich nachher richtig scheiße gefühlt, verstehst du? Er zieht mich einfach nicht mehr an. Also nicht nur körperlich. Nein. Lotta. Von außen gesehen ist es so unklar, was mit dir los ist. Sag's. Hey, du hast ein Kind verloren. Klar, du hast es relativ easy genommen, aber trotzdem, das ist ein Einschnitt. Ich glaube, dort ist dir klar geworden, dass Alex eigentlich gar nicht so ein Typ ist. Komm, wir passen doch eigentlich gar nicht wirklich zusammen. Ja, du hast recht. Hast du das schon lange gedacht? Ja, schon noch. Am Anfang vor allem, nachher eigentlich wieder nicht mehr. Das Zeit war ja wirklich gut gewesen. Erst, als das mit dieser Familienstory kam, mit seiner Mutter und dem Jori. Eigentlich habe ich es ja schon gespürt. Und er weiss das. Darum hat er auch so Paranoia davor. Was soll ich jetzt machen, Thomas? Ehrlich sein. Sag's mir. Ist alles okay? Ja, glaub schon. Eben siehst du. Übrigens, danke nochmal. Ist doch nicht so eine schlechte Idee gewesen. Ja, klar. Du packst es. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Wow. Und etwas gewesen? Ich weiss nicht. Wir sollten, glaube ich, zusammen reden. Hast du schon Gedanken gemacht? Ja, zwangsläufig. Du hast doch gesagt, bis morgen müssen wir reagieren. So, zum Wohl. Prost. Und? Ich glaube ihr nicht. Ein bisschen überstürzt, oder? Ja. Verstand ich irgendwie. Wobei, manchmal ist es noch gut, wenn man eine Chance packt. Alex, geh du. Nimm den Job. Was? Allein? Nein, interessiert mich nicht. Aber ich
fände es gut. Wie meinst du das? Ja, für dich. Und auch für mich. Wie für dich? Alex, du hast doch sicher auch gemerkt, dass zwischen uns, ich weiß doch nicht, das ist einfach irgendwie nicht mehr, es hat sich alles total geändert. Du liebst mich nicht mehr. Vielleicht. Ja. Gestern Nacht hatte ich aber ganz einen anderen Eindruck. Alex, bitte. Nur weil der Urs sagt, du sollst dir einen ansaufen, ändert das doch nicht zwischen uns. Hast du einen anderen? Nein. Nein. Ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass wir gar nicht zusammen passen. Nach dieser ganzen Familiengeschichte. Also ich meine jetzt nicht die Religion, sondern die ganze Vereinnahmung. Und dann, als ich das Kind verloren habe und du unbedingt wieder eins willst. Mann, ich bin einfach so anders. Ich will ganz ein anderes Leben. Nicht so bitter, oder? Das meinst du doch. So ein Scheiß, nein! Das heisst, es ist fertig zwischen uns. Machst du auch noch einen? Weißt du, auf was hätte ich wieder mal extrem Lust? Was? Big Apple. New York im Vorweihnachtsstress. Egal. Es war nur wieder mal ein Versuch, dich in die geilste Stadt zu locken. Hm. Vielleicht gehst du auch einfach ein bisschen schneller auf. Okay. Ich lade ein. Am Freitagabend chatten wir los. Dann sind wir etwa am 7. Uhr zur Zeit dort. Okay, cool. Das machen wir. Nein, so geil. Hey, du bist so locker drauf in letzter Zeit. Weißt du, wie oft habe ich das schon probiert? Mhm. Morgen. Hallo, zusammen. Hey, weißt du, was der Tommy und ich am Wochenende gehen abtanzen? Keine Ahnung. New York City. Die 7 Jahreszeit hocken wir in einem Yellow Cab. Nachher gehen wir gedicken essen. Und nachher geht's ab. Schön für euch. Dann könnt ihr mal Alex gerade noch ein Grüßchen sagen, wenn ihr ihn seht. Sorry, das habe ich voll vergessen. Easy. Das ist ja nicht dein Problem. Hey, komm doch einfach mit und dann triffst du ihn. Vielleicht reicht sich alles wieder ein. Nein, das will ich nicht. Unsere Beziehung ist zu Ende, definitiv. Weh tut's halt trotzdem. Ja, Mann, ist ja logisch. Es ist ja sehr schnell gegangen. Ich check's irgendwie auch noch nicht ganz. Ja, ich kann nicht denken, dass es wirklich geht. Ja, einfach zack und weg. Ja, Lothar, wenn du irgendetwas brauchst, dann sagst du mir's. Ich bin da. Jetzt muss ich. Ciao zusammen. Hey! Ciao! Ciao. Hey, Jungs. Willst du etwas ausmachen, auf das verzichten? Zumindest, wenn ich da bin. Nein, klar nicht. Wir sind so unsensibel. Hey Urs, wie läuft's? Hey, Andi. Gut, super. Bei dir? Easy. Viel Bütz. Machen jetzt Webdesign für Nädlis Zähnekneipe. Ja, und tschüss. Das Übliche halt. Schön. Schön. Du, es geht nicht um die Zeit, das weißt du. Klar, man weiss es, aber... Kannst du nicht mal Ausnahmen machen? Man ist ja nie mehr da. Das kann sich ab jedem Moment ändern. Selbst wenn. Das check doch kennen. Komm, Urs. Bitte. Ich umreiss dich zusammen. Das merkt jedes Grossmami, was mit dir los ist. Komm. Ist gut, wie war? Also. Wie viel? Das regeln wir ein anderes Mal. Du bist ein geiler Seinkurs. Nein, ehrlich. Nimm schon. Zugriff! Was soll das? Sie sind verhaftet wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kommen Sie mit und machen Sie kein Theater. Du bist so ein hoher Drecksau. Sorry. Sorry, hey, sorry. Sie haben mich selber dran gehabt. Ich habe keinen anderen Ball gehabt. Sorry. Hallo? Was ist denn los? Sutter, von der Drogenfahndung. Sind Sie die Chefin von dem Laden?
Ja, allerdings. Was ist los? Ihren Mitarbeiter dealt Ihnen mit Kokain. Und Ihnen müssen wir dann leider auch ein paar Fragen stellen. Der Laden bleibt zu, bis wir alles durchsucht haben. Ja, also das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht einfach meinen Laden zumachen. Sie haben keine Wahl. Tut mir leid. Urs! Schneid an Thomas an, bitte. Los, Julia, ich rufe dir einfach später nochmal an. Vielleicht ist ja bis dann der Spuk da vorbei. Okay, ciao, ciao. Also gut. Haben Sie irgendwann Kunden bemerkt, die verdächtig wirkt haben? Zum Beispiel explizit von Ihrem Mitarbeiter wollen bedient werden? Nein, also meine Kundschaft kauft Taschen und kein Kokain. Das ist ja, denke ich, ein anderes Publikum. Da können Sie sich aber noch wundern. Ging zum Heroin, gebt ihr Ihnen recht, aber mit Kokain liegen wir in der gehobenen Modebranche genau richtig. Also, heisst das, dass Sie jetzt auch noch verdächtigt wird, oder was? Wir machen bloß unsere Arbeit. Oh, Entschuldigung. Wir haben geschlossen. Entschuldigung. Aha, sieht aber nicht so aus. Ja, das ist ein Inventar. Tut mir leid. Ein anderes Mal. Adieu, merci. Wie lange dauert die Durchsuchung noch? So wie es aussieht, sind wir hier in der Welt durch. Aber die Räumlichkeiten hinten sind etwas aufwendiger. Sexy. Halbe sexy, wenn alles rund läuft. Und wie soll ich das machen? Ich habe eine 5-jährige Tochter daheim. Kann ich noch mal telefonieren? Ja, bitte, bitte. Komm. Ja, Julia, Schätzi, los. Es ist jetzt eben doch so, es geht bis um 6 Uhr. Ja, ich weiss, aber... Was, Martin? Ja, ausgerechnet. Nein, dem Leute ja so sicher nicht an. Oh, das ist so lieb von dir. Oh, warte mal. Du, es versucht jemand anzuläuten. Ich muss aufhören, gell? Ich bin also um 6 Uhr daheim. Ja, ciao, ciao. Hallo? Mama? Du läutest gerade zum rechten Moment an. Nein, es ist nur... Es geht hier im Moment ein bisschen drunter und drüber. Nein, du musst einfach bestimmter sein. Setz dich durch, Mama. Entschuldigung, ich muss schnell stören. Ja, das ist halt du mal, was durchgeht. Du, warte mal schnell, Entschuldigung. Ja? Tut mir leid, ich sollte einen Blick in die Kasse werfen. Ah, natürlich. Sie werden zwar da nichts finden, aber... Bitte. Du, jetzt bin ich wieder da. Natürlich hat das mit seinen Augen zu tun. Aber anstatt, dass er sich ehrlich damit auseinandersetzt, macht er uns alle verrückt. Jetzt weigert er sich sogar, seinen Fahrausweis abzugeben. Mit seinen Augen. Weißt du, am besten lassen wir die beiden einfach entmündigen. Nein, aber im Ernst. Du musst einfach bestimmter sein. Oh, dem traue ich alles zu. Du, der geht doch einfach zu einem Arzt, den er nicht kennt, und lässt sich ein neues Zeugnis machen. Ja, vielleicht wäre Entmündigen doch das Beste. Mhm. Nein, das kann man mit dem Martin nicht machen. Ja, siehst du, da bin ich jetzt sogar im Vorteil. Huh? Ah, nein, du, das macht nichts. Nein, wir reden jetzt später drüber. Mhm. Ciao. Ja, ja. Ciao. Ja, also dann, ciao, ciao, ciao. Ja, ich meine, was erwartet er denn? Es ist ja logisch, dass er von diesem Zeug findet, wenn er es hier verkauft hat. Okay, Leute, strengt euch an. Es könnte noch mehr rum sein. Es ist einfach nicht ganz irrelevant, wie viel man ja von dem Zeug findet. Ich meine, vor Gericht. Ach so. Tja, ich weiß es auch nicht. Ist Ihnen nie etwas aufgefallen in der Kasse? Sind je ungewöhnlich hohe Beträge drin gewesen? Beträge, die nichts mit Ihrem Geschäft zu tun haben? Nein. Ich muss Thomas anrufen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, danke vielmals fürs Kommen. Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Du bist doch nicht unser Kindermädchen. Komm, Grübli, komm. Du freust dich auch, dass ich da bin, gell? Hä? Oi, was hast denn du da alles wieder zu spielen? Du, Papi. Ja. Aber Geld, das bleibt unter uns. Also, ich habe Mami nichts davon gesagt, dass du kommst. Ach so, ja, natürlich. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Ein Gras? Möchtest du einen Tee? Ja, gern. Süß? Ja, süß. Das. Und was ist das da? Das ist der Garten. Komm mal gerade. Du, sag mal, was ist passiert? Was ist los mit der Mami? Der Urs ist verhaftet worden, weil er im Laden mit Kokain dealt hat. Was? Mit Kokain? Im Geschäft von der Katrin? Mein Gott, was ist eigentlich mit der Frau passiert? Da kann sie ja nichts dafür. Ach so, ja, natürlich nicht. Sag mir mal, passiert das öfters, dass du Marie den ganzen Tag lang musst hüten?
Papi, wenn du mich über die Mami ausfragen willst, dann vergiss es. Ich möchte nicht in der Spiele mit dir gezogen werden. Hey, Moment, easy, easy. Ich frage nur wegen Marilyn. Wie kommst du überhaupt auf so etwas? Wegen dem doofen Brief, den du Mami geschickt hast. Was für einen doofen Brief? Papi, jetzt bitte du nicht so. Der Brief von deinem Anwalt. Schneehäsli. Du weißt doch, wie die Anwälte schreiben. Ich weiß ja selber nicht, was da drin steht. Nein, nicht, die ist. Schon zu spät. Sag mal, über eine Katie Milch zumetzt im Winter? Sag mal, was ist eigentlich mit dem ganzen Haushalt los? Vergiss es. Ich mach dir einen neuen. Wieder mal. Aber der Andi hat mich voll verarscht und dann... Hey, jetzt reiss dich zusammen, wir haben anderes zu tun. Okay, was muss ich machen? Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du erzählst mir so genau wie möglich, was abgelaufen ist. Okay, ist gut. Also, wie viel Stutz hast du bekommen für das Koks? Das weiss ich doch nicht. Was weiss ich, 300 oder so? Wirst du wohl noch wissen, wie viel das dir gegeben hat? Oh nein, jetzt halt später. Also, jetzt natürlich nicht, weil sie nicht die Ware genommen. Also, logisch. Das heisst, es ist gar kein Geld geflossen heute Morgen? Nein. Okay, hast du schon eine Aussage gemacht? Nein, ich habe gesagt, erst wenn mein Anwalt kommt. Gut, du sagst ja weiterhin nichts, ist das klar? Ja, das ist klar. Wie lange läuft das schon mit der Dealerei? Seit ich aus den Staaten zurück bin. Hast du jemals irgendwie einen Beruf mit den Bullen? Irgendetwas? Okay. Ja, was ist los? Ich muss gehen. Was? Aber du kannst mich doch nicht jetzt einfach da hocken lassen. Ich muss noch ein paar Sachen abchecken. Aber du bist doch nicht einfach mein Anwalt. Also, ich bin dir mega dankbar, dass du mir hilfst, aber ich liebe dich. Ich gehe jetzt in die Bibliothek und versuche, Strategie aufzubauen. Und dann melde ich mich wieder. Wann? Sobald ich mehr weiss, wahrscheinlich morgen. Hey! Thomas, das mit New York! Das holen wir nach, versprochen! Hast du etwas vergessen? Ah! Oh. Hoi, Mami! Und, ist alles wieder okay? Nein, es ist gar nicht okay. Ein halbes Kilo habe ich gefunden von diesem Zeug. Dann habe ich Thomas angerufen. Ja, kannst du dir ja vorstellen, wie schlimm das für ihn ist. Jetzt kommt natürlich alles mit dem Lacke wieder rauf. Aber er will natürlich die Verteidigung übernehmen. Ich finde das überhaupt keine gute Idee. Ich meine, er tut immer so cool, aber ich weiß ja, wie es ihm geht. Wie findest du es? Ich finde es ziemlich dumm vom Urs. Oh, sag nicht. Ist gut gegangen mit Marilyn? Ja, ja, kein Problem. Ja, wie sie schläft. Du, den Frieden will ich ja wieder mal finden. Merci, Julia, gell? Du, es tut mir so leid, dass du jetzt den Nachmittag auch noch verloren hast. Egal. Aber weißt du was? Wir zwei machen uns jetzt einen schönen Abend. Ich bestelle Sushi und dann kommen wir später noch in die Stadt. Nein, du, sorry, Mami, ich habe keine Lust. Ah, bist du müde, gell? Nein, das überhaupt nicht. Aber ehrlich gesagt, Mami, ich habe einfach keine Lust, noch 3 Stunden mit dir über den Papi zu reden, über deine Probleme, über dein Leben, über... Ja, ja, ist gut, ich habe verstanden. Dann halt nicht. Ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn ich ins Bett gehe. Du bist das, gegen das Essen gekocht. Schon. Das wäre doch nicht nötig gewesen, wenn es schon schlecht geht. Du hast den Tag nicht, oder? Nein, du hast nicht. Ah, ich habe gemeint, er hat gesagt, er sei da heute Abend. Schade. Er ist im Gefängnis.
Ja, du warst im Gefängnis. Sie haben mit dem Gokidealen verwischt. Shit. Und was passiert jetzt? Das ganze Theater. Strafanzeige, U-Haft, Gerichtsverhandlung, Urteil. Ja, und dann kommt er in den Knast? Nein, wenn du nicht vorbestraft bist, dann kommst du nur bedingt über. Gott sei Dank. Thomas, ich weiss, wie schwierig das für dich ist. Ich fasse es einfach nicht. Wieso tut er mir das an? Wieso, hä? Er macht das sicher nicht extra. Aber ich verstehe dich natürlich, dass du hässig bist auf ihn. Ja, das bin ich allerdings. Ich kenne ihn. Sorry. Eigentlich wollte ich mich um dich kümmern. Solidarität im Unglück ist besser als Depressie allein. Das stimmt. Weißt du was? Jetzt essen wir da und dann gehen wir zusammen auf Gas und saufen uns den Kummer weg. Ah, Lotta, Gott sei Dank kann ich dich noch. Ja, finde ich auch.